Ich weiß nicht, war das im Obergeschoss der drei Fässer? Oder im Obergeschoss der rötenden Nixe? Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich glaube nicht, dass es in dem Obergeschoss war. Ihr braucht nur zu fragen. Nein. Nee, hier haben wir ja das Gegengift gekriegt. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. So, sag mir bitte, dass die Wache jetzt endlich weggegangen ist. Sieht aber danach aus, als ob sie endlich weg ist. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Bilbara. Meine arme, liebe Mama. Ja, wir haben ihn hier. Ich hoffe, es geht dir gut. Hab tausend Dank, ich stehe tief in der Schule. Wer irgendwas für mich tun kann, sagt alles. Wir wollen nur bezahlt werden. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das war Bilbara. Was hat's mit dir auf sich? Luselin trinkt. Okay. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sag, wenn das euer Wunsch ist. Oh, eine Schleuder. Wenn das euer Wunsch ist. Herr der Schatten? Mit dem war irgendwas. Schleuder der unfehlbaren Treffsicherheit. Ja, die ist gut für Nera. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Hallo, mein Freund. Habt ihr sie? Kann ich euch trauen? Wem sonst außer mir und ich euch? Wenn alles klar geht? Oh ja, und noch viel mehr. Wir sagen besser nichts mehr, sonst ist die Nacht vorbei. Also dann los. Sollten wir auch. Ist der Ort bereit? Würde er je bereit sein? Und wüsste ich davon, was ist mit eurem Auftrag? Alles läuft euch bleiben. Meine Arbeit macht gute Geschäfte. Tut mir leid, aber ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Meine Arbeit ist mein Geschäft. Oh ja, noch viel mehr. Wir sagen besser nichts mehr, sonst ist die Nacht vorbei. Also dann los. Das sollten wir auch. Ist der Ort bereit? Würde er je bereit sein? Alles läuft nach Plan, dann machen wir es also. Klar, alles klar. Ihr habt keine Ahnung, wovon wir geredet haben, oder? Klar, ist alles im grünen Bereich. Oh ja, noch viel mehr. Also dann los. Wird er je bereit sein? Alles läuft nach Plan. Klar, alles klar. Nein, ich habe einfach nur mitgespielt. Verstehe, dann war der ganze. War das die ganze Zeit ein Bluff und der hatte gar keine Ahnung, was vorgeht. Natürlich nicht. Weiter wie bisher? Warum solltet ihr sowas sagen? Ihr wisst ja Bescheid. Dann machen wir es also. Klar. Ich hab nur mitgespielt. Stimmt, hat sich ziemlich in die Länge gezogen. Worum ging es? Ihr solltet hier den Besitzer der Pantalons treffen. Das solltet eigentlich ihr eigentlich sein. Ihr seid es aber nicht. Ihr seid der Falsche. Denn eure Pantalons sind offensichtlich gestohlen. Ein idiotischer Erkennungsplan ruiniert. Weil ihr so dumm wart, die Pantalons zu klauen. Ich nehme sie jetzt an mich und ihr werdet natürlich nicht bezahlt. Das wird euch lehren, euch nicht mit den hart verdienten Hosen eines anderen abzusetzen. Und der ist weg. Ich will die Pantalons eigentlich behalten. Also droppe ich sie einfach mal. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Geht nochmal mit ihm. Kann ich euch trauen? Wenn alles klar geht, also dann los. Wird er je bereit sein? Alles läuft nach Plan? Klar, alles klar, ja. Ich hab nur mitgespielt. Worum ging es bei dem Ganzen? Ich hab's vergessen. Wiedersehen. Ja, okay. Gut, dass wir gespeichert haben, sonst wären die Pantalons weg. Ja, Mann, mit Vergnügen. Thank you.
What the fuck? Was macht Grünschleim hier oben? Worum geht es, ihr braucht? Nur zu fragen. Das wird kein schneller Tod. Ich tu's. Okay, wer hat eine Stufenerhöhung? Lehrer. Sehr schön. Stufe erhöhen. Dritter, vierter Grad. Hier ein Zauber. Trefferpunkte, Sagenkunde. Mhm. Also als nächstes ich, da... Nee, halt. Als nächstes Viconia, dann ich, vielleicht auch beide gleichzeitig und dann Safana wieder. Aber ja, Zauber. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit klingt nicht schlecht. Noch ein Feuerpfeil. Noch ein Säurepfeil. Und hier haben wir eh genug. Okay. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und mit dem Schankwirt sprechen, ob er von dem Grünschleim weiß. Großen Willkommen an der Theke. Ja, nein. Ihr braucht nur zu fragen. Jai Kales? Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. War das dann doch hier in den drei Fässern? Oh ja, Kigane ist langsam. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ja, waren glaube ich die drei Fässer nicht hier. Hier haben wir... nur den Schädel gefunden. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Aber hier, glaube ich, in einem der Zimmer war die nette Dame. Ja. Habt ihr es getan? Der nahe ist tot, gnädige Frau. Er wird euch nicht mehr belästigen. Oh, das ist ja wundervoll. Einfach toll. Da muss ich euch ja nur noch ein... nur für euren Aufwand entschädigen. Ich werde euch... sagen wir euch... Ich werde euch aber leider nicht das versprochene Geld geben können. Bitte verzeiht mir, aber es war so verzweifelt und ihr schien so versessen auf das Gold zu sein. Da habe ich mir gedacht, ich werde euch eine große Summe bieten müssen, damit ihr die Tat ausführt. Es tut mir leid, aber ich kann euch nur 500 Goldmünzen geben. Ja... Gut, was können wir machen? Das reicht, doch hättet ihr nicht länger lügen müssen. Das war es wert, nur ein solches Ungiftziefer aus der Welt zu shoppen. Wie, das ist ja unerhört. Ich verlange das Gold, das ihr versprochen wurde. Egal, ich habe eine andere Quelle, die das auf lange Sicht ausgleichen sollte. Eure 500 werde ich nehmen, doch ich verlange jede Woche weitere 500. Erhalte ich sie nicht, werden die Leute von eurer mörderischen Machenschaften hören. Nein, so niedrig sinken wir nicht. Wir beschweren uns mal. Ihr könnt alles fordern, was ihr wollt, aber es wird euch nichts nützen. Ich besitze einfach nicht das versprochene Gold. Die 500 Goldmünzen, die ich euch angeboten habe, sind alles, was ich euch geben kann. Das reicht halt. Okay. Fürwahr, hier ist euer Geld. Unser Haus ist abgeschlossen, also zieht euch bitte so schnell wie möglich zurück. Es wäre wohl kaum gut für mich, in der Begleitung eines Mörders gesehen zu werden. Guten Tag. Sündemark hat sein erpresserisches Tun jetzt im Jenseits fortsetzen. Ich derweil habe von seinem adligen Opfer meinen Lohn in Empfang genommen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen, wie ihr wünscht. Eigentlich sollten wir sie auch gerade töten für diese Schweinerei. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber so viel schlechten Aufsehen möchte ich dann auch nicht. Ihr braucht nur zu fragen.
herausfordern. So, neue Rüstung bei Donnerhammer. Das ist auch Berigost. Da müssen wir einen Titaniten in der Kanalisation finden. Eisenthron. Sieben Sonnen, Nadine und Erik. Eurig. Was ist es diesmal? Sänger der Nacht. Ganz ehrlich. Gibt mir Kraft. Mach mal Wagiban. Das hat nichts gebracht. Er bleibt verlangsamt erstmal. Okay. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch die sieben Sonnen. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich hätte gerne mal einen schnelleren Kigain wieder. Ah, danke schön. Man muss ihn nur beschweren. Ja? Was kann ich für euch tun? Wir wollen euch zu euren letzten geschäftlichen Entscheidungen ein paar Fragen stellen. Manche Leute halten diese für sehr fragwürdig. Wir wollen eine Führung. Wir möchten mit dem Eigentümer der sieben Sonnen sprechen. Wir wollen eine Führung. Leider kann ich euch eure Wünsche, kann euch keine eurer Wünsche gewähren. Ich bitte euch daher zu gehen. Wir wollen zuerst eine Führung. Hör zu, seltsame Dinge geben bei den sieben Sonnen vor, aber ich würde lieber nicht darüber reden. Alle, die ich kenne, benehmen sich in letzter Zeit ziemlich seltsam. Ich habe gesehen, wie einige der anderen Kaufleute andere Gesichter annahmen, als sie dachten, ich würde gerade nicht hinsehen. Ja, da habt ihr ganz richtig gehört. Sie nahmen andere Gesichter an. Irgendwelche Gestaltwandler haben sich in die sieben Sonnen eingeschlichen. An eurer Stelle würde ich mich dem davon machen, solange es noch geht. Das habe ich jedenfalls vor. Der ängstliche Kaufmann im Gebäude der sieben Sonnen hat mir erzählt, dass die sieben Sonnen von Gestaltwandlern unterwandert wurden. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Ihr seid also hier, um die sieben Sonnen zu besuchen. Ich kenne jetzt zwar euer Gesicht, aber nicht nur euren Namen. Ich bin Venoe, aber ich weiß nicht, warum euch das interessieren sollte. In der Tat, wie interessant. Und was ist mit den Leuten, die ihr da bei euch habt? Kennt ihr euch gut? Ich habe nicht vor, bei der Seele vor einem Händler auszuschütten. Wenn ihr in Ruhe und Frieden wünscht, dann fragen wir dasselbe von euch. Lasst uns in Ruhe. Ja, wenn die schon so anfangen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, noch mehr Kaufleute. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Ja, ich bin Reno hier. Um die Wahrheit zu sagen, sind wir bloß Fremde, die für eine Weile der Annehmlichkeit halber zusammenreisen. Ich habe von Einzelgängern wie euch geträumt und bin dabei stets mit einem Knurren im Magen aufgewacht. Ich habe keine Lust, mir euer Gejammer über Krankheiten und Gebrechen anzuhören. Dieses Gerede ist mit zu lästig. Ich wusste gar nicht, dass ihr mich so attraktiv findet, aber weh, es gibt auf dieser Welt noch andere, die mich recht lieb haben und arg vermissen würden, wenn ich mit euch käme. Wie schade. Ja. Die sieben Sonnen. Okay. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Ich bitte euch, sagt mir, was an meiner gewöhnlichen Gestalt einen Händler und seinen vielen Geldbeutel ins Träumen bringen sollte. Kommt, meine Brüder, aber scheint uns ein Fest bearbeitet zu haben. Lasst uns essen, bevor es kalt wird. Lasst sie uns ordentlich verdrehen. Ja? Ah!
Ihr habt keinen Bock zu in Ordnung. Sagt an. Oh, mal gibbern. Kann ich... Ah, die Pantalons gehören dahin. Mal gibbern. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht.